So. Du hast. Hast du gerade. Ja, du hast. Ja, ich hab. Greif die hier schön mit Plünderung an. Da ist ein Zombie drunter! Immer diese. Immer diejenige. Oh, jetzt greifen sie mich an. Oh. Einer von denen hat Verbrennung als Verzauberung. Lol, der ist an Dorn gestorben. Irgendwo sind sie noch. Da kommt der. Oh, ich muss mal was essen. Oh, ich habe nichts mehr zu essen. Muss mir später holen. Da, komm, dreh dich um. Hm? Ah, danke. Bitte. Das war lustig. Guck mal, hier ist nichts. Ja, wie sie sehen, fast sehen nichts. Sie nicht? Fast nichts. Das ist echt heftig, Leute. Also, Askas Schloss ist komplett weg. Was ist mit dem verkehrt? Ich weiß auch nicht. Manche Gast, die. Da ist ein zweiter Gast da hinten, lol! Die Dornen. Das ist halt echt lustig irgendwie. Verdammte Scheiße! Sag, wenn ich schieße. Okay, er ist an deinen Dornen gestorben. Lol. Okay. Also Leute, Askas Schloss bleibt auf der To-Do-Liste, weil ich möchte es ja wieder aufbauen. Aber ist erstmal blockiert, bis ich einen Spielstand von Vampire's Dawn habe, der genau dort ist, wo ich es möchte. Das heißt, dann werde ich erstmal Vampire's Dawn streamen müssen. Und das heißt, der Punkt wird durch Zeitreisen ersetzt. Nein. Das heißt, es ist zweimal im Topf was. Der Punkt wird durch Neudrücken ersetzt. So. Oh, ich glaube, ich fliege. Oh, nee, warte mal. Kommst du bei mir raus oder gehst du bei dir wieder nach Hause? Ich glaube, ich bin bei mir wieder nach Hause. Okay. So, wir lassen das Zeug, das hier ist, einfach mal auch hier, Leute. Das bleibt hier, bis wir Askas Schloss wieder da haben. Also das alte Askas Schloss wird die Grundbasis für das neue Askas Schloss. Okay, dann halt so. So. Dann sage ich dir vielen lieben Dank. Sie haben mich gefunden. Wer hat dich gefunden? Ach doch, ich muss doch zu dir. Ich wollte ja ewig. Ja. Wer hat dich gefunden? Pickles. Okay. Also ich wollte gerade sagen, vielen lieben Dank, dass du mir geholfen hast. Gerne, gerne. Aber ich glaube, die hole ich das nächste Mal ab. Es ist jetzt ungünstig gerade. Ich habe auch keine Leinen und Boote und so. Wir können die auch gerne zusammen schnell zu dir fahren. Dann müssen wir nur einmal fahren. Einen Esel bei dir rein, einen ja bei mir rein. Wenn du mit zwei Leinen kommst, machen wir das schnell. Moment. Boah, das war gerade gruselig. Ich bin gerade mit meiner Lohe unterwegs, Rikulat. Mhm. Und hab von rechts einen Zombie-Dorfbewohner gehört. Sehe nach rechts und sehe dann zwei leuchtende Augen. Und genau dann hatte ich einen Lag für ungefähr eine Sekunde, sodass mich diese leuchtenden Augen durchgehend diese Sekunde angesehen haben. Und dann waren sie plötzlich einfach so weg, weil ich plötzlich 10 Schienen weiter war oder sowas. Toll. Ja, ich glaube, das waren nicht mal Augen. Ich glaube, das war irgendwie ein verzauberter Bogen oder sowas. Oder zwei verzauberte Schwerter nebeneinander. Irgendwie sowas. Die aber in diesem einen Bruchteil des Lags einfach ausgesehen haben wie Augen.
So. Schön. Wobei wir eigentlich. Eine sollte eigentlich schon auf die andere Seite. Gut. So, und die bleibt. Man kann doch auch irgendwie Leinen herstellen, ne? So irgendwie Schleim und Faden oder so, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, Schleimbälle braucht man dafür, ja. Ich sehe mal eben nach. Ja, ein Schleimball, 4 Fäden. Ja. Okay. So, wenn du eh gerade zu Hause bist, Ricolas, wollen wir kurz schlafen. Mhm. So, denn ich hätte gerne keine Phantome mehr. Sind auch schon relativ angenehme Zeitgenossen. Ja, es geht. So. Also du kannst auch gerne herfliegen, wenn du nicht mit einem extra Boot kommen möchtest. Ich habe ja genug Brote da, das nehme ich dann einfach wieder mit zurück, das zweite. Na na, passt schon. Ich gehe schon mal zu den Eseln. Müsste ja genügend haben. Sofern keine Katastrophe passiert ist, seit ich das letzte Mal dort war. Vor 200-300 Folgen. Nein, meine Esel! Sieht noch gut aus. So. Es gibt hier zwei Esel, die gehören mir. Das eine ist IA und das andere hat keinen Namen. IA hat sogar Kisten dran, das andere nicht. Das hat nur einen Sattel. Esel können auch Kisten dran haben, oder was? Ja. Cool. Du kannst Eseln reiten und sie können eine Kiste da haben. Also sie haben tatsächlich ein Inventar drauf. Mit 5x3. So, also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Esel stehen dir zur Verfügung, von denen du 2 haben wolltest. Du darfst ja also 2 aussuchen von diesen 9. Das ist sehr schön. Weil ich habe uns verrecken keine Esel bisher wieder gefunden, ey. Die sind auch eher selten. Wobei, mittlerweile in der Wildnis. Ich habe schon lange keine mehr gesehen. Ja, das ging mir auch so. Ich habe, wo wir angefangen haben, habe ich viele gesehen. Da haben wir gedacht, ach, die hole ich irgendwann mal, weißt du, und jetzt finde ich keine mehr. Ja. Was bringt das eigentlich, wenn man daraus Maultiere macht, also züchtet man Pferd? Sind dann stärker oder so? Ich habe tatsächlich auch Maultiere hier. Maultiere sehen aus wie braune Esel. Und. Ah ja, ich müsste erst eins zähmen. Ich habe noch nie eins gezähmt, deswegen weiß ich das tatsächlich nicht. Aber bis du da bist, kann ich ja mal kurz im Wiki nachsehen. So, also. Hier, Maultier. Maultiere, auch Maulesel oder Muli genannt, entstehen bei der Paarung der Varianten Pferd und Esel. In der Größe liegen Maultiere zwischen den Varianten Pferd und Esel. Das Fell ist stets dunkelbraun, die Ohren gleichen denen eines Esels. Maultiere können gezähmt und geritten, aber nicht vermehrt werden. Maultiere können einen Sattel und eine Truhe tragen. Das heißt, im Prinzip sind es braune Esel, die ein bisschen mehr braune Esel. Die sehen cool aus. Aber sie können nicht vermehrt werden. Das heißt, sie können keine neuen Mudis kreieren und sie können keine Pferde oder Esel kreieren. Ja klar, wie im echten Leben halt auch. Mhm. So, wenn du mir eine Leine gibst, dann können wir... Das war Fleisch. Willst du dein Fleisch zurückhaben? Passt schon, wie du willst. Okay. Also, sag, welches ich nehmen soll.
Der hier, der schaut mich so an. Okay. Ich gehe mit ihm schon mal raus. Komm hier raus. Oh, oh. Ich war, hab mich auch so sehen drauf. Warte mal. Welche war es? Nein. Ich glaube, sie sehen alle so gleich aus. Ja, das tun sie. Das Problem ist, da sind jetzt mehrere. Genau, hock dich mal drauf und zähme mir sie. Weil sonst passiert mir das. Larendir kann ja dann die Kinder zähmen. Ja, der ist gezähmt. Super, dann nehme ich den. So, bei dem anderen ist die Leine tatsächlich da jetzt am Zaun dran. Ich mache mich schon mal auf den Weg. Zu meinem Steg. Du hast ja dein Boot dort. Ach nein, das war ein Fisch. So. Ich mein Boot an dem Steg. Ja. So. Ich glaube, mein Esel klemmt. Das ist schlecht. Der hier klemmt tatsächlich nicht. Der folgt mir ganz brav. Bei den Schneebären muss ich. Nicht Schneebären, Süßbären. Schneebären war es, Karim. Muss ich ein bisschen aufpassen bei den Sträuchern. Da muss ich irgendwann nochmal Ziegen finden. Ja, Ziegen haben wir tatsächlich auch noch nicht gesehen. Also ich zumindest. So. Die gehen schon in Boote rein, oder? Was wird schon sein? Ansonsten kannst du ja auch einfach mitziehen. Obwohl, es kann sein, dass sie nicht reingehen, weil Pferde tun es, glaube ich, auch nicht. Ja, sie gehen tatsächlich auch nicht rein. Ich meine, dass ich auch mit Land hier mal hinterhergezogen habe, die Pferde. Ja. Okay, dann lass uns einen Ausflug machen. Geht das überhaupt so? Ja, kann schwimmen. Du musst nur aufpassen, ab und zu verlierst du mal, musst aber nach hinten schauen. Lol. Also rein theoretisch echt. Kann ich auch mitnehmen. Das, nee, passt schon, ich komm schon. Bevor du den jetzt verlierst und die Leine dann irgendwo weg ist oder so. Außerdem, nein, natürlich, ich würde. Außerdem ist das irgendwie cool, ich habe das auch noch nie so gemacht. Nicht teilweise Pferde über tausende von Blöcken Wellen weg, ja. Entführt. Tatsächlich sind Pferde, glaube ich, früher immer gesunken. Wenn das ich mich kann richtig erinnere. Tatsächlich sein, ja. Ich glaube, dass sie jetzt schwimmen können, ist neu. Skelettpferde zum Beispiel, die können immer noch nicht schwimmen, die versinken immer noch. Ich habe da vor meinem Haus, habe ich unten irgendwo ein Skelettpferd. Das konnte bis heute, ist es immer noch da unten rum. Stimmt, der hat es ja auch mal gefunden. Bei mir sind letztens wieder die vier Reiter gespawnt. Echt? Geil! Die sind bei mir ja. Nicht mehr gespawnt, seit der Bug behoben wurde, dass sie dauernd spawnen. Das war eine geile Version. Ich glaube 1.11 oder sowas war das. Oder 12. Da war ein Bug, dass die ungefähr 1000-mal häufiger gespawnt sind. Krass. Und so ungefähr jede dritte bis vierte Aufnahme waren sie wieder da. Ich fahre jetzt aber zu laden, der Schiff in den Bord rein, weil da kann man leichter hochgehen zum Ding. Okay, dann gehe ich da auch hin. Weil wir müssen ja auch erst Eselstall dann bauen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die ich Laren dir wieder überlasse. Das wird perfekt. Ich habe hier gerade. Hier wird gerade nichts geladen. Einfach weiter.
Jetzt hat sich der Server wieder, wieder erholt. Schöne Esel. So. Willst du? Ich bin auf dem Weg zu dir. Du hast doch gerade eben gedacht. Achso, du bist da drüben gelandet. Achso. Okay, wenn ich gewusst hätte, dass wir da nach rechts müssen, wäre ich auch links gelandet. Wenn du gewusst hättest, dass du nach rechts müsstest, wärst du links gelandet. Auf der anderen Seite halt. Oh, dein Esel hat Schaden erlitten. Au, ich habe Schaden erlitten. Au. Also, die sieht echt schön hier aus. Das habt ihr auch neu gemacht, oder? Schreit, das habe ich dir das letzte Mal schon gezeigt. Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Der Brunnen sieht auch schön aus. Ich finde das mega cool, ja. Ich wollte die ganze Zeit schon so ein Ding haben. Hm. Aber jetzt sei nicht so stur, komm rein. Ah, ich glaube, die sind zu breit, die passen da nicht durch. Ach, bei dem ist halt echt die Leine gerissen, so stur war er. Das Huhn ist raus, das Huhn ist raus! Nein, Chappy! So. Hier hast du deine Leine wieder. So. Okay, ich pack's wieder. Warte, das sieht danke echt dir, schön gell? Aus. Ja, bitte. Das sieht echt richtig schön aus. So, war das Boot eigentlich von mir? Oder von dir jetzt? Was war von mir? Das Boot war meins. War deins. Okay, dann lasse ich das hier. Aber das andere war von mir, das nehme ich wieder mit. Also, muss ich sowieso, ich muss ja irgendwie wieder nach Hause. Na, logisch. Nice. So. Schön, Leute. Dann haben wir echt wieder einen großen Punkt. Ja, zumindest teilweise fertig. Finde ich toll. Und dadurch, dass er jetzt erstmal auf Blockade ist, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass ich in allzu bald Vampire Storm streamen werde. Ich mache ja gerade den dritten Teil. Und danach werde ich erstmal keine Lust mehr auf Vampire Storm für eine gewisse Zeit mehr haben, vermute ich. So ähnlich wie es mir bei Oblivion auch ist, da müsste ich ja. Diese zwei Festungen sind ja auch auf Blockade, weil ich Oblivion noch nicht gestreamt habe. Und bis ja, heute einfach keine Lust mehr. Hast du wohl keine Lust mehr dann auf Dings? Nein, irgendwann mache ich das schon. Irgendwann. Ja, glaube ich dir schon. Hm. Genau, nee, aber das sind jetzt, glaube ich, drei Projekte, die auch von der To-Do-Liste, die jetzt auf Blockade stehen. Das heißt, dann darf stattdessen kommen dann halt natürlich andere Projekte. Ich bin zu weit rechts. Bin schon gespannt, was dann kommt beim nächsten Mal. Zeitreisen. Vielleicht. Wer hat das gesagt? Der Rikulat. Was? Boah, ich hätte, du glaubst gar nicht, wie viel Bock ich hätte, da moderne Gebäude und sowas zu bauen. Glaube ich dir, ja. Dann würde ich tatsächlich auch mal mit Beton bauen. Das habe ich, glaube ich, noch nie. Was? Ja. Ja, stimmt nicht. Mit was? Ich habe tatsächlich mal einmal mit Beton gebaut. Ach, Beton, ja. Ja. So, wie sieht's aus? Wollen wir noch mal schlafen? Gleich. Okay. Ich warte so lange. So. Aber das ist schon toll, Leute. Das ist echt. Ich glaube, ohne Rikulats Hilfe wäre das heute gar nicht fertig geworden. Vielleicht auch nicht das nächste Mal. Ja doch, das nächste Mal glaube ich schon. War ja nur noch jetzt der Boden und vom Innenhof und das Gebäude.
Das Gebäude hätten wir garantiert fertig bekommen. Ja, das wollte ich gar nicht, aber naja, egal. Was denn? Ich habe mich zum Dorfbewohner ins Bett gelegt. Okay. Na gut. Dann war es das für heute, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Tschüss.